So, wunderschönen guten Morgen. Wir haben 10.11 Uhr schon, also höchste Zeit, die Fraktionssitzung zu eröffnen. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 1, Abstimmung über nicht öffentliche Teile. Da gibt es diverse. Zum einen Enquete Chemie mit Abstimmung, dann Personalia von Grumpy, Strategie, da möchte der Joachim 10 Minuten haben. Open Antrag von Grumpy, Technik, da von Kai mit 20 Minuten angesetzt und Strategiekampagne nochmal von Grumpy mit 30 Minuten. Gibt es zu einem der nicht öffentlichen Teile Rückfragen, Informationen? Gut, dann würde ich die ganz gerne geschlossen abstimmen. Wer ist dagegen, dass wir diese nicht öffentlichen Teile so besprechen? Den bitte ich um das Handzeichen. Gut, dann werden wir in der Art und Weise die nicht öffentlichen Teile durchführen. Das ist einstimmig. Top 2, Bericht des Vorstandes und der Pressestelle. Und da beginnt immer, wie immer, als erstes der Ingo, bitte. Schönen guten Morgen. Wir beschäftigen uns in dieser Woche mit folgenden Themen. Heute im Anschluss an unsere Fraktionssitzung, je nach Abstimmung über die Anträge, haben wir eine PM vorbereitet über die Störerhaftung. Dann morgen Ausschuss Schule und Weiterbildung, unser Antrag. Nein, das ist ein Fehler, der wird nicht abgestimmt. Findet morgen nicht statt. Dann haben wir morgen respektive am Donnerstag das Thema zu unserem Cannabis-Antrag und die zentrale Frage, ob die zwei Anhörungen in allen drei Ausschüssen gleichzeitig analysiert wird oder getrennt voneinander. Je nach Sachlage werden wir da entsprechend dann bloggen. Das wollen wir nicht über die PM machen, sondern nur als Blogbeitrag. Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat entschieden, dass keine gemeinsame Anhörung stattfindet. Das heißt, es wird eine getrennte. Oder gut. Entschuldigung. Die Obleuterunde, keine gemeinsame Auswertung der Anhörung stattfindet. Das heißt, es wird morgen im Rechtsausschuss eine entsprechende Auswertung der Anhörung stattfinden, die vom Rechtsausschuss gemacht worden ist. Das heißt, es wird also nicht kombiniert, sondern es wird eben getrennt nach Recht und Gesetz einerseits und den gesundheitlichen oder drogenpolitischen Aspekten andererseits im AGS dann ausgewertet. Gut, also dann sieht unser Plan vor, dass wir morgen im Nachgang zu dem Rechtsausschuss die Auswertung entsprechend kommentieren und die Tatsache, dass die drei Ausschüsse es nicht geschafft haben oder nicht willig waren, sich auf einen einzigen Termin bei der ADEN für die Auswertung zu verständigen, dann entsprechend bloggen. Donnerstag steht die Anhörung zu unserem Antrag Leistungsschutzrecht für Presseverleger auf dem Programm. Da müssen wir dann nochmal gucken, ob wir da uns entsprechend positionieren. Und am Freitag könnte ich mir vorstellen, dass die Journalisten Interesse an den Europaausschuss haben, Richtung Nico. Die Debatte über unseren Antrag, müssen wir mal gucken, ob es da was zu sagen gibt anschließend. Das wären so die gesetzten thematischen Themen. Ansonsten sind wir im Moment dran, den Jugendlandtag noch zu kommunizieren. Da vielleicht noch ein Hinweis, eine eigene Sache. Es macht vielleicht nicht wirklich Sinn, dass jetzt jedes eigene... Dannebot, könnte ich kurz deine Aufmerksamkeit haben? Danke. Es macht vielleicht nicht Sinn, dass jetzt jedes Büro eine eigene Pressemitteilung an den gesamten Presseverteiler herausgibt und erzählt, dass es den Jugendlandtag gibt. Das haben wir im Namen der Fraktion bereits letzte Woche getan. Wo wir euch aber gerne unterstützen, ist dann halt eben an die Wahlkreisbüro zuständigen Journalisten die PM rauszugeben. Da würde ich aber der Einfachheit halber vorschlagen, bevor wir jetzt 19 Mal das Rad neu erfinden, dass wir das zentral in der Pressestelle koordinieren und versenden an die jeweiligen Lokaljournalisten vor Ort. Da gibt es ja auch den Mustertext, da können wir euch gerne unterstützen. Genau, so. Und ansonsten hatten wir gestern und haben wir diese Woche noch ein, zwei Hintergrundgespräche mit Journalisten, aber das ist normales Alltagsgeschäft. Ja, das wär's. Ich habe zwei Meldungen dazu, erst Moni und dann der Frank. Ja, nur zur Klärung, ein Satz, weil ich da gerade zwischengeprescht bin. Also dieser Antrag zum Nachteilsausgleich, das soll ein gemeinsamer Antrag werden und da gibt es immer noch ein bisschen Abstimmungsbedarf. Sodass, das war geplant, sicher,
für morgen, aber das wird noch einen kleinen Augenblick dauern. Was ich gerne noch mit aufnehmen würde, wäre halt Donnerstag die Demo zu Angestellten und verbeamteten Lehrern. Da bin ich der Meinung, wir sollten da auch irgendwie wenigstens ein kleines Statement oder was rausgeben, zumal wir ja eventuell dann heute auch den Antrag dazu abstimmen und ins Plenum einbringen. Ingo, hast du ein bisschen? Jo. Ich hatte nur eine Frage zu Freitag, weil wir da gleich vier Anträge zum Thema Beteiligung, Bürgerbeteiligung im kommunalen Wahlrecht und so weiter im Kommunalausschuss behandeln. Das tauchte jetzt nicht auf. War das irgendwie eine Überlegung, dass eine Abwägung oder warum tauchte das nicht auf? Ich habe jetzt gerade nur für Toso gesprochen, er ist eigentlich der Obmann. Entschuldigung. Ingo, willst du direkt antworten? Ansonsten hätte ich doch den Lukas hier. Lukas. Hallo, eine kurze Bitte an Dietmar, Toso und Daniel, dass wir uns vielleicht im Nachgang der Fraktionssitzung kurz wegen den Anhörungen morgen kurz schließen. Danke. Und vielleicht sogar mit Ingo dabei, um zu beraten, wie wir da weiter vorgehen, weil diese Entscheidung, dass es jetzt keine gemeinsame Auswertung gibt, ist ja eine relativ neue Geschichte. Erst, glaube ich, seit gestern in der Obleuterunde. Toso, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Die Frage ist seit gestern im Rechtsausschuss schon Okay, dann sollten wir mal halt zumindest gemeinsam darüber reden, wie wir da weiter vorgehen. Das müssten wir terminlich abstimmen, weil um 13.30 Uhr Unterausschuss Personal ist und das wird schwierig. Also ich denke mal, Gudel, machen wir weiter. Ne? Nee, Gudel bringt nichts. Wir machen das dann um 15 Uhr, würde ich vorschlagen. Ja. Könnt ihr in der Pause die Terminabsprache machen? Danke. So, Ingo, möchtest du noch was? So, und den Kommunalausschuss am Freitag nehmen wir natürlich auch gerne mit auf. Dann gehen wir weiter zum Bericht des Vorstandes. Joachim oder Grumpy, wer möchte? Grumpy, bitte. Dankeschön. Ja, wir haben uns gestern hauptsächlich mit den Anträgen für heute beschäftigt, haben festgestellt, also Thema Umlaufbeschlüsse, zwei, nicht einer. Es sind zwei, die sind auch hier jetzt schon mit drin. Wir hatten kurz das ziemlich glorreiche Kommunalvernetzungstreffen erwähnt vom vergangenen Samstag, bei dem knapp 100 Mandatsträger aus den Kommunen zugegen waren. Wir hatten noch mal kurz die Sache mit der Enquete Chemie besprochen, die dann heute aber erstmal im nicht öffentlichen Teil für uns intern ist und wir das dann bei der eigentlichen Pressekonferenz, wird dies ja dann öffentlich gemacht werden. Das können wir dann entsprechend überlegen zu begleiten. Das haben wir dann heute im nicht öffentlichen Teil mit angesetzt, was wir auch gerade schon abgestimmt hatten. Und mehrere Kleinigkeiten wie Überlegung, dass man bei Open Antrag doch ein bisschen stärker einen Trollschutz einbauen könnte. Von meiner Seite oder von, ja doch, war es das eigentlich erstmal. Daniel? Ja, die wöchentliche Frage, wie sieht es mit Operation Last Chance aus? Das war das mit dem nicht öffentlichen Teil. Gut, ich sehe, es gibt keine weiteren Meldungen oder Fragen. Dann kommen wir zu Top 3, Nachtragshaushalt. Und der ist von Dietmar. Bitte schön. Nachtragshaushalt. Ich nehme an, ihr habt ihn mittlerweile alle verinnerlicht, gelesen. Die Stellenausweitung im Bereich von Polizei, Verfassungsschutz und Staatsschutz. Und das ist in erster Linie ein innenpolitisches Themenfeld, welches damit berührt ist, weil dadurch die quasi die Terrorabwehr bzw. Terrorbekämpfung gestärkt werden soll im Land Nordrhein-Westfalen durch die Aufstockung von Stellen über 386 oder 87, weiß ich jetzt gar nicht, müssen wir mal nachgucken, also über 380 Stellen bis zum Jahr 2017 stufenweise diese einzelnen Behörden aufgestockt werden sollen, personalmäßig, und zwar zum Zwecke der Observation im Bereich des
vorwiegend im Bereich des Salafismus und sonstigen, wie es heißt, dort heißt in der Verlautbarung oder verschiedenen Verlautbarungen, extremistischen Bestrebungen, terroristischen Hintergründen und so weiter und so fort. Vielleicht sagt zum inhaltlichen Bereich der Frank gleich was, er ist ja unser innenpolitischer Sprecher. Und zum Haushalterischen ist es einfach so, kostet Geld, Leute. So einfach ist die Sache. Kostet Geld. Was wir hier als kleinste Oppositionsfraktion ablehnen können oder auch zustimmen können. Das Ablehnen oder Zustimmen ist aber weniger eine Geldfrage, als doch wahrscheinlich mehr eine inhaltliche Frage. Deswegen würde ich den Frank an dieser Stelle bitten, einmal vielleicht zum Inhaltlichen etwas näher auszuführen. Ich komme dann nochmal zurück auf den haushalterischen Bereich. Ja, also es ist tatsächlich zweigeteilt. Es geht um mehr Stellen bei der Polizei und beim Verfassungsschutz. Sprenge ich einen Top? Nee, ne? Ich wurde gefragt. Entschuldigung, oder? Nee, ich hatte dich aufgerufen, aber bitte ruhig weiter. Sorry, das war jetzt so eine direkte Überleitung. Ich fühlte mich direkt angesprochen. Man kann das, könnte das oder kann das, können wir hier entscheiden, durchaus zweigeteilt sehen. Mehr Stellen für die Polizei ist grundsätzlich nicht schlecht. Es gibt wirklich starke Arbeitsbelastungen. Wir haben an anderer Stelle allerdings auch reklamiert, warum es diese Belastungen gibt, weil nämlich viel Tätigkeiten in Bereichen stattfinden, wo man eher Einsparungen machen könnte, wie zum Beispiel in der Betäubungsmittelgesetz-Durchsetzung, Thema Cannabis-Antrag und so weiter. Also, wenn man mehr Stellen für die Polizei haben will, kann man einem Teil dieses Nachtragshaushalts zustimmen, weil es geht um die Schaffung von 120 neuen Stellen pro Jahr. Die Benennung, Einordnung, was diese Stellen machen, ist nicht Bestandteil des Nachtragshaushalts, sondern nur die Schaffung der Stellen. Man kann die also auch für andere Dinge dann einsetzen. Der Teil, den kann man also gutheißen, wenn man grundsätzlich dafür ist, über einen Nachtragshaushalt mehr Stellen zu schaffen. Das ist ja auch wiederum eine eigene Entscheidung, ob man mehr Stellen schafft durch Einsparungen an anderer Stelle oder über einen Nachtragshaushalt. Was das Thema Verfassungsschutz angeht, denke ich, sind wir auf jeden Fall dagegen, den noch weiter personell aufzurüsten. Der ist ja schon im letzten Haushalt um 25 Stellen aufgestockt worden. Es gibt nach wie vor viel zu viel Unklarheiten, was da eigentlich genau passiert. Speziell hier die Begründung, die Stellen im Verfassungsschutz dafür zu nutzen, weitere Observationen zu machen, ist sicherlich die falsche Strategie, weil es gibt vielmehr die Notwendigkeit, eine Deradikalisierungsstrategie zu fahren. Es gibt die Notwendigkeit, zivile Stellen zu stärken, die sich mit dem Thema Salafismus beschäftigen. Und es wäre an der Stelle sicherlich falsch, den Verfassungsschutz zu stärken. Insofern sollten wir diesen Teil auf jeden Fall ablehnen. Lukas. Dann erst Dietmar, bis Lukas auch gekaut hat. Gut, dass ich jetzt gerade schnell das Brezelstück verschluckt habe. Frank, ja, die Frage, die sich in dem, danke für deine inhaltlichen Ausführungen. Die Frage, die sich natürlich danach stellt, ist die, was wollen wir denn machen? Also teilweise annehmen können wir nicht. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir lehnen das Ding ab, aus den von dir genannten Gründen, und zwar insgesamt, oder wir machen einen Entschließungsantrag und lehnen es trotzdem ab. Weil der Entschließungsantrag, egal wohin, in welche Richtung er geht, wird mit Sicherheit auch abgelehnt werden von der regierungstragenden Fraktion. Mit anderen Worten, eine Teilannahme des Nachtragshaushalts kann man natürlich redetechnisch verarbeiten, das ist keine Frage. Das heißt, man kann einen Teil davon gutheißen, einen anderen Teil muss man halt eben ablehnen. Insgesamt wird es aber doch darauf hinauslaufen und dem soll eigentlich der Slot heute hier in der Fraktionssitzung dienen, über unsere Haltung, Fraktionshaltung bezüglich dieses Nachtragshaushalts insgesamt ein Votum zu kreieren, welches am Ende dann auch allen soweit sagt oder natürlich auch, was die Vorbereitung angeht, die Grundlage dafür bietet, ihr Abstimmungsverhalten im Plenum entsprechend fundiert
auszuüben. Und da wir ja wie bekannt keinen Fraktionszwang haben, sogenannten Fraktionszwang, und auch die Abstimmung jedem selbst überlassen bleibt, wie er denn das möchte, wollen wir aber doch hier versuchen, eine gemeinsame Haltung bezüglich dieses Nachtragshaushalts herzustellen. Nach dem, was du gesagt hast, bleibt alleine aus technischen Gründen im derzeitigen Stadium der Beratung, die noch gar nicht angefangen hat, weil die Einbringung erst nächste Woche stattfindet, ab Mittwoch, zweite Lesung dann wohl voraussichtlich am Freitag stattfinden soll und am Donnerstag nächster Woche, nämlich zwischen den beiden Plenartagen, während des laufenden Plenums eine Sondersitzung des Haushalts- und Finanzausschusses stattfinden soll. Übrigens ein Ding sondergleichen, was wir grundsätzlich sowieso auch ablehnen, dass während des laufenden Plenums hier reguläre oder wie auch immer geartete Ausschusssitzungen stattfinden. Hier ist also ganz offensichtlich Eile, ich sag mal, so ein bisschen der Begleiter dieses Nachtragshaushalts. Man konnte in den letzten Tagen in den Medien auch vernehmen, dass insbesondere die SPD-geführten Bundesländer alle solche personalistischen Aufstockungen durchführen wollen, um also hier nach außen der Bevölkerung kundzutun und zu dokumentieren, man tue etwas gegen die Terrorgefahr, die ja ganz neu ist für alle seit den Anschlägen in Paris. Meine Terrorgefahr ist für uns ja ein Dauerbrenner in Deutschland, wie auch in Europa und der Welt. Das ist also jetzt nichts, was gestern oder auch im Dezember erstmal sich entstanden ist. Und mir persönlich erscheint das Ganze hier so ein bisschen als Imagekampagne für Herrn Jäger, Innenminister dieses Landes, der ja in den letzten Monaten erhebliche Schlappen hat hinnehmen müssen, um hier den starken Mann letztendlich rauskehren zu können. Diese Landesregierung will hier Stärke demonstrieren und will auf diese Art und Weise Polizei stärken, insbesondere Verfassungsschutz. Ja, tut mir leid, aber was liegt an? 3 Minuten? Komm, gib mal hier. Ach so, ach okay, gut. Ich weiß gar nicht, dass das Ding noch gibt und läuft. Alles klar. Also, wie gesagt, ich plädiere dafür Ablehnung oder aber es muss ein Entschließungsantrag her und den bitte ich dann zu machen. Danke. Danke, jetzt der Lukas. Ja, in der ganzen Zeit hätte ich mein Brot komplett essen können. Sei es drum. Also soweit ich das verstehe, ist die Ausgangslage eigentlich relativ einfach. So, wir kriegen eine Aufstockung im Bereich der Polizei, eine Personalaufstockung, kriegen aber somit in diesem Paket halt auch eben eine Verstärkung des Verfassungsschutzes und können uns das nicht aussuchen. Ich erinnere daran, dass wir als Fraktion eine Fundamentalkritik hatten an der Praxis des Verfassungsschutzes. Wir haben sogar als Piratenfraktion eine Resolution zur Abschaffung des Verfassungsschutzes mal gefasst. Mit dem Hintergrund sehe ich eigentlich keine andere Möglichkeit, als eben das abzulehnen. Insofern ist die Sache für mich zumindest relativ klar. Toso. Dankeschön. Eine kurze Rückfrage an Frank. Frank ist dabei schon vom Innenministerium aufgeschlüsselt worden, wo diese Polizeistellen geschaffen werden soll, was damit erreicht werden soll. Gibt es das schon? Mir reicht ja, nein. Es passt, weil Frank ist jetzt auch dran. Nee, ich möchte danach gerne noch weiterreden. Okay. Danke. Danke. Also gibt es noch keinen Plan, wo die überhaupt eingesetzt werden sollen, diese Polizisten. An der Stelle kann ich die mal beipflichten. Das ist Marketing des Innenministeriums. Wir lehnen die Aufstockung im Verfassungsschutzbereich sowieso ab. Von daher sehe ich da überhaupt keinen Punkt, überhaupt einen Entschließungsantrag zu stellen. Wir lehnen das Ding rundweg ab. Danke, bitte, tschüss. Frank. Ja, jetzt ist, dann wäre dann danach der Grumpy dran. Kurz nur zur allgemeinen Formalie. Es gibt eine Redeliste, glaube ich, die die Sitzungsleitung gerade parallel führt. Und wäre ganz schön, wenn wir uns da ein bisschen dran halten könnten. Ich wollte nur kurz noch erläutern, dass wir in Rücksprache, also ich mit Dietmar in dem Fall als zuständigem HFA-Menschen, wir den regierungstragenden Fraktionen gegenüber bereits natürlich signalisiert haben, dass wir unter größten Bauchschmerzen
dieser außerordentlichen HFA-Sitzung trotzdem also zustimmen, dass diese stattfinden kann. Damit sozusagen auf Wunsch der Landesregierung das Ganze auch thematisiert werden kann. Die weitere Vorgehensweise und was die Sache angeht. Deswegen sitzen wir ja hier gerade in der Runde, wie wir halt uns inhaltlich dazu verhalten. Das wollte ich nur gerade gesagt haben. Dirk. Ja, also inhaltlich brauche ich jetzt nicht alles wiederholen. Da sehe ich es ähnlich wie Frank. Polizei ja, Verfassungsschutz natürlich nein. Aber insgesamt dann sage ich auch nein und schließe mich da auch an, was Toso gesagt hat auf der Mailingliste. Insbesondere auch von wegen der Landtag nur noch Anhängsel der Landesregierung etc. Von daher lehne ich diesen Antrag inhaltlich ab. Die einzige Frage, die sich mir ergänzend jetzt noch stellt, ist halt, um vielleicht auch direkt an Grumpy einzuschließen, lehnen wir ihn einfach nur ab oder stellen wir uns aktiv dagegen? Da können wir dann vielleicht gar nochmal drüber sprechen. Dann jetzt Frank. Du musst nicht, wenn du nicht willst. Nee, ich habe jetzt also eine Info, die ich auch noch hätte haben wollen, die ist jetzt gerade gekommen, nämlich, dass wir quasi dieser Verhandlungsstrategie so, weiß ich nicht, oder dass wir die mittragen, also die Einbringung des Haushalts und gleichzeitige Verabschiedung quasi. Das wäre jetzt noch ein Punkt gewesen. Ist das schon fix? Also es ist nicht so, dass wir noch hier irgendeine Möglichkeit haben, das im April abschließend zu behandeln. Das ist praktisch fix, dass der in 3 Tagen jetzt durchgesetzt wird. Ja? Ist das so? Okay. Gut, dann können wir uns halt eine Gegenrede überlegen. Mehr Möglichkeiten gibt es ja nicht, weil Mehrheit haben wir noch nicht. So, und die Winnie möchte eine Bemerkung machen. Ich wollte in dem Zusammenhang daran erinnern, dass wir sehr viele Frühpensionierungen haben. Und wenn man die Leute statt in den Ruhestand auf Büroplätze umsetzen würde, hätte man die Kollegen an der Front entlastet. In der Richtung eine Anmerkung oder vielleicht sogar mal einen Antrag, das wäre nicht schlecht, denke ich mir. Danke. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Dann jetzt Frank und dann Toso. Also keine weiteren Wortmeldungen heißt, es kommt jetzt noch ein Statement vom HFA, weil der Punkt ist schon, sagen wir nur, dass wir das blöd finden oder gibt es noch eine andere Möglichkeit? Toso? Also mich würde interessieren, haben wir dieser Sondersitzung schon zugestimmt oder nicht? Und wenn nicht, dann lehnen wir es bitte ab. Ganz einfach. Kann man uns gerne überstimmen, aber zustimmen sollten wir dann nicht. Ja. Also, es hat eben diese Ansinnen gegeben, dass unsere Zustimmung erteilt wird. Ich möchte darauf verweisen, dass hinsichtlich dieses Verfahrens, des Gesamtverfahrens bezüglich dieses Nachtragshaushalts wir zu einem späteren Zeitpunkt in dieser Sitzung nochmal auf die Angelegenheit zurückkommen werden. Ja, da werde ich nämlich noch etwas erläutern im Zusammenhang genau mit dem Verfahren, wie es hier mit dem Nachtragshaushalt statt ablaufen soll, auch was die Sondersitzung des HFA angeht. Ja. Also, den Rest erläutere ich dann nochmal im späteren Sitzungsteil. Danke. Sollen wir denn jetzt hier und jetzt was abstimmen? Das heißt, die Abstimmung ist einfach ganz klar, sind wir für den Nachtragshaushalt oder lehnen wir den Haushalt ab? Ist das richtig? Oder enthalten wir uns? Okay. Gut, diese Abstimmung führen wir jetzt durch. Das heißt, ich bitte jetzt um das Handzeichen, wer für diesen Nachtragshaushalt ist. Ich muss das jetzt nochmal sagen. Nie darüber ab, wie wir zu anderen Leuts Anträgen stehen. Du kannst höchstens. Äh,
Ich denke auch. Also, ja? die Diskussion sollte die Empfehlung als von dir ist, das Ding abzulehnen, so wie immer. Warum willst du als Grundlage dienen für das Abstimmungsverhalten jedes Einzelnen von uns im Plenum. Ich denke, dass die Haltung bezüglich des Antrags hier in der Diskussion deutlich zum Ausdruck gekommen ist und wie jeder entscheidet, richtet sich nach Artikel 38 Grundgesetz. Ich glaube, Dietmar wollte sich eigentlich auch noch mal in der Fraktion rückversichern, wieso die Stimmung ist bezüglich des Nachtrags und das ist ja jetzt. Ja, es hätte ja sein können, dass in der Fraktion sich das Bild herausstellt, wir nehmen das Ding komplett an. Oder finden das super alles. Ja, hätte ja durchaus sein können. Gut, will ich ja nicht dann ausschließen. Haben wir das jetzt geklärt? Und wir kommen zu Top 4. Benennung von Sachverständigen. Und das ist von Dietmar. Ich kenne keinen anderen Dietmar hier in der Fraktion. Ah, Enquete. Nee, Verfassungskommission. Ja, da hatte ich den Michel, der ist leider noch nicht da, wollte zwar da sein, aber hatte mir das in der Nacht angekündigt, hat aber noch nicht geschafft offenbar. Toso ist im Bilde im Prinzip. Es gab, na doch, nee? Ja, es hieß, ich sollte mich mit Michel irgendwie kurz schließen. Das stimmt aber soweit, ne? Okay. Bezüglich der, es gibt bis heute eine Frist, 10.3. Hinsichtlich Fragestellungen, bezogen auf die Anhörung, die stattfinden soll, im Zusammenhang mit der Schuldenbremse, die derzeit Thema in der Verfassungskommission ist. Da hat es gestern auch eine Fragerunde gegeben, ich nenne das jetzt mal so, oder Expertenrunde gegeben mit den zwei oder Vorstellungen der zwei Gutachter, die für die Verfassungskommission eben Gutachten erstellt haben, die schon letzte Woche hier Thema waren und die alle im Prinzip zugesandt bekommen haben hier in der Fraktion und sie nicht gelesen haben müssen. Okay, dazu hat es gestern, wie gesagt, eine entsprechende Expertenanhörung, Expertenrunde gegeben mit den beiden Gutachtern. Und es geht jetzt um weitere Fragestellungen im Zusammenhang mit der Frage, ob denn die Regelungen in der Landesverfassung bezüglich der Schuldenbremse aufgenommen werden sollen. Das ist Thema in der Verfassungskommission. Und es geht ferner darum, dass die Piratenfraktion einen Sachverständigen für diese Anhörung benennt. Und wir hatten in einer kleineren, ich sag mal, Arbeitskreisrunde letzte Woche da einiges durchgesprochen. Das lässt sich, wie wir herausgestellt haben, nicht in dem Maße, was den Sachverständigen angeht, auch in der Kürze der Zeit durchführen. Und es gab gestern den Vorstoß und die Idee, keinen Namen. Einen Sachverständigen zu benennen, dessen Namen ich jetzt nicht nennen darf. ihr vertraut sicherlich da insofern den Fachabgeordneten bzw. den Entsandten der Verfassungskommission, sprich Toso und Michel. Ich bin da so ein bisschen mit daran beteiligt und wir sind übereinstimmend zu der Auffassung gelangt, dass dieser Experte, den wir benennen wollen, dessen Namen wir jetzt an dieser Stelle nicht nennen möchten, benannt werden soll. Es wäre also eine blinde Vertrauensabstimmung, ob ihr bereit seid, unserem Veto oder unserem Votum bezüglich des Sachverständigen zu folgen. Toso. Wir stellen also die Vertrauensfrage sozusagen. Nee, das wollte er nicht wirklich, oder? Also da zuletzt noch zwei Sachverständige gestern Nachmittag im Rennen waren, möchte ich halt nicht, dass hier gesagt wird A oder B. Das ist der Punkt. Sobald, ich weiß nicht, Matthias und Michelle habe ich gestern mit der Maßgabe verlassen, dass ich mit beiden gut leben kann. Ich weiß jetzt nicht, was bei der endgültigen Beschlussfassung da gestern noch rausgekommen ist. Deshalb hätte ich gerne das Michel hier gehabt. Da werden wir jetzt einfach mal warten müssen, bis der gleich auftaucht. Gestern hat stattgefunden die Vorstellung der Gutachten. Diese Gutachten sind übrigens öffentlich unter Informationen 16/249 und Informationen 16/250 auch abzurufen in diesem Dokumentenmanagementsystem des Landtages. Ich kann das jedem empfehlen. Die Gutachten sind wirklich so geschrieben, dass man glaubt, es zu verstehen. Ich kann ja immer nur von meiner bescheidenen Warte ausgehen. Und von daher, gestern war eigentlich nur kurze Nachfragerunde, war jetzt keine komplette Diskussionsrunde. Das kommt halt erst noch. Na, dann auch mit den Experten, die wir benennen, die anderen Fraktionen benennen. Solche Dinge. Hilmar.
Ich habe da nicht zu den Personen, sondern eine inhaltliche Frage zu. Wenn man einen Sachverständigen benennt, hat er ja auch eine Ausrichtung. Gibt es da, kann man da Informationen drüber geben, welche vielleicht Grundpositionen dieser Mensch schon vertritt? Es gibt ja, wenn man solche Leute auswählt, ja schon gewisse Tendenzen. Für mich wäre ja interessant, ob er vielleicht eine kritische Haltung hat. Zu was? Da kann ich was zu sagen. Die beiden Sachverständigen, die wir da im Gespräch haben, haben eine durchaus eher kritische Haltung gegenüber der Schuldenbremse. Was heißt, da gibt es keine Unterschiede? Ach so, ja, da gibt es in der Tat feine Unterschiede, aber es ist also beide, sag ich mal, lassen eigentlich kein gutes Haar daran. Toso. Ja, bei dem einen bezieht sich das auf die Generalkritik an dem Instrument selber und bei dem anderen hauptsächlich an der Ausgestaltung, wo der Ausgestaltungsspielraum des Landes sowieso halbwegs übersichtlich ist. Gut, ich sag mal, dann macht mal die anderen Abgeordneten. Ja, Vorschlag, wir werden der guten Ordnung halber und wie auch immer förmlich notwendig dazu einen privaten, also hier so einen nicht öffentlichen Umlaufbeschluss, denke ich mal, machen heute. Das geht relativ flott dann, sodass wir, oder? Ich überlege gerade, wenn wir anderen Abgeordneten irgendwelche Sachverständigen aussuchen, sei es für Anhörung oder so, machen wir auch keinen Umlaufbeschluss und lassen die Machen wir nicht, das ist richtig, ja. Also, ja. Wir hatten ja eine Gruppe benannt hier von der Fraktion, die sich darum kümmert und die macht das auch bis heute Nachmittag fertig und informiert alle. Und wer sich noch beteiligen möchte, ist herzlich bei Dietmar willkommen. Sehr schöner Lösungsvorschlag, vielen Dank Toso, damit haben wir den Tagesordnungspunkt beendet. Eine weitere Abstimmung ist hier nicht erforderlich. Und wir kommen zu Top 5. Da geht es nochmal um die Anträge für das nächste Plenum. Ingo direkt mit einer Meldung. Aus PR-strategischen Gründen fände ich es total supi, wenn wir den Antrag zu den WLAN-Netzwerken jetzt als allererstes besprechen könnten, damit das nachher dann nicht sich zu weit nach hinten verschiebt, sollten wir bei den anderen Anträgen diskutieren. Ich denke, da spricht nichts dagegen, es sei denn, Dietmar, du willst jetzt was dagegen sagen, dass wir den vorziehen. Genau, ich sage nichts dagegen, dass wir den vorziehen, aber wenn ich das richtig verstanden habe, soll heute nur noch die Abstimmung stattfinden über die Anträge. Keine Vorstellung und keine Diskussion über die Anträge, zumindest nicht im... Das habe ich eigentlich auch so vor, weil wir haben ja am Freitagabend hinlänglich diskutiert. Das Ganze ist protokolliert worden. Und auch Aufzeichnungen und so. Dementsprechend sollten die Leute, die Freitagabend da 2 Stunden im Mammel gesessen haben, jetzt nicht das Ganze nochmal durchkauen müssen. Die anderen hatten Gelegenheit, sich zu informieren. Ja, es gibt auch eine Aufzeichnung dieser Sitzung, die sich alle nicht da sein konnten, hoffentlich angehört haben. Ich habe das getan. Ich kann also das darüber abstimmen. Also bitte. Dann also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es rucki-zucki ist, aber ich folge trotzdem dem Ingo und stimme jetzt als erstes den Antrag ab. Generalangriff auf freie WLAN-Netzwerke stoppen, Verschärfung der Störerhaftung muss verhindert werden. Wer ist dagegen, dass wir diesen Antrag einbringen? Wer enthält sich? Damit ist es einstimmig. Ich versuche ja, die Nicole zu entlasten. Damit ist es einstimmig. Frank, was denn? Nur eine Frage. Ich habe eine Verfahrensfrage, weil da steht noch umgekehrtes Verfahren. Das bleibt so, weil das heißt ja keine Debatte. Ja, ja, wenn das da so steht, dann wird das wahrscheinlich so gewollt sein. Als Info für die Pressestelle, dass es keine Debatte geben wird. Gut, da Daniel jetzt nichts anderes verlauten ließ oder geschrien hat, bleibt es beim umgekehrten Verfahren. Also ich habe das vorgeschlagen, weil ich das für sinnvolles Verfahren halte, aber dafür oder dagegen keine Argumente gehört. So, der Antrag ist einstimmig angenommen. Dann machen wir weiter in der Reihenfolge, wie sie hier in der Tagesordnung steht. Und zwar als nächstes dann verpflichtende Kennzeichnung bei der Verwendung von Bisphenol
A, das ist eine Ausschussüberweisung in A17, gesprochen wird Block 1. Wer ist dagegen, dass wir diesen Antrag einbringen? Wer enthält sich? Damit ist das einstimmig, dass wir diesen Antrag... Bitte? Du hast... Dabei ist es einstimmig bei der Enthaltung von Olaf. Als nächstes haben wir eine Vertretung von Homosexuellen, Bisexuellen, Transsexuellen, Transgender, Intersexuellen und queeren Menschen sowie eines des menschen- und bürgerrechtlichen Bereichs gehört unbedingt in den ZDF-Fernsehrat. Das soll eine direkte Abstimmung sein mit einer Block 1-Rede. Wer ist dagegen, dass wir diesen Antrag einbringen? Wer enthält sich? Das sind Moni, Olaf und Frank. Damit ist der Antrag mit großer Mehrheit bei Enthaltung von Moni, Olaf und Frank angenommen. Der nächste Antrag, Angriffe von Geheimdiensten auf Integrität und Vertraulichkeit kritischer Infrastruktur und Menschheitskommunikationssysteme müssen enden. Es ist eine direkte Abstimmung mit... Steht da aber. Okay, dann Daniel, bitte. Das war noch... Unklar, also mir ist es noch unklar, welches das beste Verfahren ist, ob wir es als direkte Abstimmung machen wollen oder was auch eine Alternative wäre, es ins umgekehrte Verfahren zu geben, weil es halt auch parallel noch andere Bestrebungen gibt, die mit Verschlüsselung und Ähnlichem zu tun haben. Also da war ich mir auch nicht so hundertprozentig im Klaren, wie wir das haben wollen und da hätte ich gerne eine Empfehlung oder so. Also der Antrag selber ist relativ lang. Und komplex wird natürlich sowieso einfach niedergestimmt, das wissen wir. Aber welches jetzt so den größten Impact für uns hätte, das wäre halt die Frage. Gibt es jemand, der eine Empfehlung aussprechen möchte? Hat eine Meinung? Ja, wir hatten da ja auch am Freitag schon mehrere Dinge abgeklopft. Ich selber finde es nicht schlecht, wenn wir diesen Antrag im umgekehrten Verfahren machen würden, aber ich hätte auch kein Problem damit, den halt direkt abzustimmen. Wie gesagt, ich persönlich würde dazu neigen, ihn im umgekehrten Verfahren zu behandeln. Frank? Ja, ich meine, umgekehrtes Verfahren heißt ja, im Gegensatz zu direkter Abstimmung, heißt ja auch Ausschussbeteiligung. Das heißt, da wäre meine Frage, in welchen Ausschuss würdest du den gerne schicken wollen, weil wir haben diverse Aussagen zum Thema Verschlüsselung haben wir ja schon auch getroffen mit den Entschließungsanträgen und so weiter. Das heißt, wo würdest du den sehen, dass er sinnvoll behandelt werden könnte? Grundsätzlich natürlich in Innen- und Wirtschaft zum Beispiel. Ja, also das fände ich jetzt so die zentralen Punkte. Aber auch das ist letztlich eine Sache, über die wir diskutieren müssen. Das macht ja nur Sinn, wenn diejenigen, die in diesem Ausschuss sitzen, das auch entsprechend bearbeiten wollen in ihrem Ausschuss. Ne? Wenn das einfach nur so durchgewunken wird, dann können wir es auch lassen. Frank? Ja, ich meine, bei dem Thema sind wir uns ja grundsätzlich einig. Keine Frage. Ich hätte jetzt, gerade weil zum Beispiel ja konkret aktuell die ablehnende Haltung hier der Landesregierung zur Vorratsdatenspeicherung gibt, und zwar deutlich kommuniziert. Ein bisschen schwierig, und es gibt halt den Plan mit der Verschlüsselung der E-Mail-Kommunikation. Hätte ich Schwierigkeiten, in Anführungsstrichen, den Antrag im Innenausschuss mit einem Ergebnis abzuschließen, weil er dazu unkonkret ist. Also er ist ja jetzt sehr breit angelegt. Wir haben jetzt zwei konkrete Punkte, wo wir gar nicht so schlecht aussehen, in Anführungsstrichen, bei der Landesregierung. Wobei ich die jetzt nicht loben möchte an der Stelle. Es wird viel verschleppt. Aber wie gesagt, um ihn im Ausschuss konkret zu behandeln, hätte ich jetzt im Moment zu wenig Ansatzpunkte. Müsste man sich stricken. Also weiß ich nicht. Ja, also direkte Abstimmung.
Gut, dann bleibt es bei der direkten Abstimmung. Und gut, wer ist dagegen, dass wir diesen Antrag so stellen? Wer enthält sich? Damit ist das einstimmig dafür. So, Generalangriff auf die WLAN-Netzwerke hatten wir schon. Und wir kommen dann zum nächsten Antrag, NRW 4.0 mit Leben füllen. Jetzt ein Wettbewerb für eine erste Orientierungshilfe per App für Flüchtlinge in NRW ausschreiben. Auch da haben wir eine direkte Abstimmung in Block 1 und eine Meldung von Grumpy. Ich wollte gerade sicherheitshalber fragen, ob es zu diesem Antrag jetzt noch eine geänderte Version seit Beginn der Sitzung gibt, damit ich diese entsprechend dem PGF-Büro zukommen lassen kann. Denn das PGF-Büro ist sich jetzt nicht sicher, ob es wirklich den letzten Stand hat. Frank? So, wenn es die letzte Version, die vor der Sitzung rumgeschickt wurde, hat, um 15:45, dann ist es die richtige. Die hört mit der 5 auf. Nimm einfach die vom Freitag. Vielen Dank. Dann, hallo PGF-Büro, Copy-Paste. Schon mal vorbereiten. So, wer ist dagegen, dass wir diesen Antrag so einreichen? Wer enthält sich? Damit ist das auch einstimmig dafür. Vielen Dank. Und wir kommen zum nächsten Antrag. Autonomes Fahren, Chancen der Digitalisierung und des Wandels im Mobilitätsmarkt erkennen und die Flexibilisierung des öffentlichen Nahverkehrs nutzen. Das ist eine Ausschussüberweisung in A2a und A10 und Block 1. Wer ist dagegen, dass wir diesen... Lukas hat eine Anmerkung. Ganz kurze Anmerkung von mir. Vielleicht können wir in Zukunft ein bisschen verstärkt auf eine einfachere Sprache in den Titeln achten. So ein bisschen zumindest, das wäre toll. Dass es so ein bisschen schnittiger ist, ne? Man muss nicht den halben Antrag schon in die Überschrift schreiben. Gut, das ist ein Appell von Lukas für zukünftige Anträge. Nico und dann Frank. Dankeschön. Ich wollte fragen, ob es nicht an der Stelle auch Sinn machen würde, dort ein umgekehrtes Verfahren zu durchzuführen, weil ich denke, das wird eine ganz interessante Debatte in den Ausschüssen geben. Und dann könnte man sozusagen am Schluss gucken, ja, wie haben sich die anderen bewegt, hätte noch Rangiermöglichkeiten und könnte dann eine Abschlussdebatte führen. Das würde vielleicht das Thema auch noch mal aufwerten, weil ich habe ansonsten die Befürchtung, dass das sich ziemlich hinzieht und dann irgendwo in den irgendwo versickert. Frank, es sei denn, du willst Olli eben vorlassen. Danke. Zu den Randbedingungen sozusagen. Also A18 würde ich ihn theoretisch auch reinschicken, weil es halt in Wirtschaft passt und die anderen Fraktionen es wahrscheinlich in Wirtschaft sehen, aber Gleinl hat gesagt, ist Vollwirtschaft, also oder beziehungsweise die hat schon so viel. Sag mal so, es gibt eine ganze Reihe von Baustellen in dem Ausschuss. Im Moment fehlt Kai. Insofern, ich muss das nicht, aber wenn jemand sagt, das sei sinnvoll und dann können wir das machen. Daran soll es nicht scheitern. Nur ich hätte jetzt keine eigenen Aktien darin. Und umgekehrtes Verfahren ist vorher von uns überlegt worden, also im Team sozusagen, weil man dann halt, also wir wollen auf jeden Fall eine Anhörung dazu, lade euch auch alle gerne herzlich dann dazu ein, eine Anhörung dazu und wir dachten, okay, gut, dann können wir nachher nochmal sozusagen das Fazit schön, aber unter Anbetracht dessen, wir hatten jetzt am Donnerstag auch im Ausschuss schon mal vorgefühlt, was die NRW-Teststrecke, die ja wahrscheinlich nicht kommt, betrifft, was denn die da so dazu sagen. Und da ist so wenig Substanz hinter diesen kleinen Forderungen, ach, wir machen jetzt eine Teststrecke, oder ist es so wenig nachgedacht über die Folgen von autonomes Fahren, die positiven wie negativen, dass wir glauben, dass es sinnvoll ist, dass die Abgeordneten am Anfang erstmal überhaupt damit beschäftigen, also dass zumindest jeder einmal eine Rede schreiben muss
und eine Position finden muss, dass es sinnvoll ist, auch fürs Thema, aber auch für uns, wenn wir das eher im Plenum tatsächlich behandeln und kein umgekehrtes Verfahren machen. Am liebsten hätten wir natürlich eine Rede vorher und nachher, ja, aber da müssen wir dann halt, es sind ja noch Themen offen, der Antrag ist nicht behandelt, den Bereich ja nicht abschließend. Ansonsten müsste man halt ansonsten nachher nochmal einen Antrag machen, wenn man es nochmal im Plenum nächstes Jahr oder Ende des Jahres haben möchte. Frank. Das war jetzt eine spannende Aussage. Der Antrag behandelt das Thema nicht abschließend. Ich wollte eigentlich sagen, der sieht schon fast aus wie ein Antrag für eine eigene Enquete-Kommission. So umfassend ist er. Ich meine, natürlich ist das Thema sehr umfassend, aber der Antrag, so wie er jetzt ist, ist auch schon sehr umfassend. Er hat eigentlich praktisch keine Chance, positiv abgestimmt zu werden. Er thematisiert, also er bringt ein Thema in den Landtag, es wird eine Anhörung geben. Ich sehe auch große Schwierigkeiten bei der Anhörung, weil gerade so viele Aspekte in dem Antrag drin stecken, wo ich gar nicht weiß, wer da wie sich zu äußern soll oder welcher Aspekt beleuchtet wird. Insofern, ich habe so ein paar grundsätzliche Bedenken, was den Umfang, wie gesagt, des Antrags angeht, ob die Idee und die Zielsetzung, die wir haben, da nicht ein bisschen verloren geht, einfach weil das zu groß ist für einen Antrag. Ich werde mich an der Stelle dazu deswegen auch enthalten, weil ich, wie gesagt, sehe, dass wir von der Form recht wenig erreichen können, außer mal darüber gesprochen zu haben. Dietmar? Ja, danke, Simone. Ich teile die Auffassung von Frank, was den Umfang und diese, ja, ich sag mal, diese flächendeckende Abfrühstückung dieses Themas angeht. Olli, du sagtest gerade, ja, nicht umgekehrtes Verfahren, die sollen mal bis nächste Woche, wir reden hier von nächster Woche, in allen Fraktionen, allen Parteien eine Position dazu finden und diese dann bitte schön nächste Woche im Plenum kundtun. Ich sage, das wird nicht passieren. Erstens, weil er eben zu umfangreich ist und zweitens glaube ich, dass gesehen zu haben, dass in dem Antrag viele Dinge sind, die man in verschiedenen Plenarwochen einzeln immer wieder auch befeuern kann, sodass wir das Thema dauerhaft, wenn es denn ein dauerhaftes und großes und wichtiges Thema ist, und das ist es, aus unserer Sicht, ja, aus deiner Sicht ja auch, sonst würde der Antrag nicht so hier auf dem Tisch liegen, könnte man den ziehen, ja, durch mehrere Sachen. Aber sinnvollerweise, wenn wir diesem Antrag auch einen politischen Gehalt verleihen wollen, könnte es tatsächlich sinnvoll sein, diesen eben umgekehrten Verfahren zu machen, damit letztendlich, Moment, oh, Matthias, du bist jetzt an dieser Stelle zurückhaltender, ja? Wenn ich dich höflich darum bitten darf. Ja? Nicht nein, sondern ich rede jetzt. So. Ja? So, dann kann man nämlich gucken, ob und inwiefern hier im Laufe der Ausschussberatung, auch gegebenenfalls nach der entsprechenden Anhörung, hier etwas Sinnvolles am Ende bei rauskommt, über das man dann in 2 Monaten beispielsweise oder 2,5 Monaten im Plenum debattieren kann. Ich glaube nicht, dass wir davon ausgehen dürfen, dass die Parteien oder Fraktionen hier bis nächster Woche eine bezogen auf den Gesamtantrag sinnvolle Position äußern werden. Also habe ich so meine Probleme. Das wird alles darauf hinauslaufen. Ja, netter Antrag, können wir mal drüber reden und dann Überweisung in den Ausschuss. Dann ist das Ding nämlich aus dem Plenum raus, sowieso. Also das wird eine ganz kurze Nummer werden. Da wird noch nicht mal jeder 5 Minuten zu reden, sondern die Nummer wird ganz schnell überwiesen in den Ausschuss. Ja, was soll sich das Plenum damit jetzt befassen, wo noch keine Ahnung davon hat im Prinzip? Danke für die Tipps an die anderen Fraktionen, wie sie sich dann jetzt im Plenum zu verhalten. Ich hätte mir die Diskussion insgesamt für Freitagabend gewünscht und nicht für jetzt, aber bitte Matthias. Also nachdem ich heute im Pressespiegel auf Seite 1 gelesen habe, dass Herr Groschek eine Teststrecke wider besseren Wissens der gestrigen und vorgestrigen Berichterstattung einrichten möchte, denke ich, dass das Thema jetzt aktuell ist. Was der Landesregierung in Gänze fehlt, ist eine Vision, wie die Digitalisierung in der Gesellschaft stattfinden soll. Ich denke, darauf gibt der Antrag zumindest in diesem Teilbereich Mobilität eine Antwort. Es gibt gleichsam natürlich Handlungsempfehlungen vor, die jetzt zu tätigen werden, dass die sich hier anders positionieren werden, ehrlich gesagt, mir egal. Ja, die Landesregierung hat sich auch in ihrer Regierungserklärung anders positioniert als wir. Was die Presse davon gehalten hat, haben wir dann gesehen.
warum dieser Antrag erst in 2,5 Monaten besprochen werden soll, warum den ausbitten, weiß ich nicht, weil die anderen werden sich mit dem Thema befassen müssen. Das heißt, wir werden sowieso noch über das Thema reden. Und wenn der Oliver hier den Aufschlag macht und die Marschrichtung vorgibt und wir als Piraten sagen, wie das mit der Digitalisierung hier laufen kann, dann finde ich den Zeitpunkt absolut richtig. Es ist das erste Plenum nach der Regierungserklärung NRW 4.0. Das ist eine Antwort auf ein dringendes Thema, wenn wir das Thema Mobilität hier mal betrachten und mal gucken, wie häufig es im Pressespiegel in den letzten Wochen aufgetaucht ist, dann ist das hier eine klare Ansage. Ich möchte hierfür nochmal dafür werben, das so zu behandeln, wie der Antragsteller das als Fachabgeordneter hier einbringt, weil das durchaus sinnvoll ist. So, da Oliver, willst du noch abschließend gar nicht, was sagen? Also, Matthias Bock hat natürlich mit der Aktualität auch tatsächlich recht. Also es ist gerade eigentlich genau passt, also genau der richtige Zeitpunkt, weshalb im Plenum behandeln durchaus Sinn macht. Ich wollte noch zum A18-Überweisung, also wenn es okay ist, würde ich überweisen eine 18 als Symbol, dass wir auch die wirtschaftlichen Aspekte dieses Themas berücksichtigen wollen. Und ansonsten, ich plädiere weiterhin fürs nicht umgekehrte Verfahren an der Stelle. Ist für dich lebbar, Daniel, mit A18? Ja. Ja, gut. Dann möchte Frank jetzt noch abschließend was sagen. Genau, abschließend. Ich möchte jetzt nicht hier das stehen lassen, als würde ich erwarten, dass wir hier so einen Antrag nicht, dass was anderes damit passiert, dass er da abgelehnt wird. Also keine Frage, das ist sowieso klar. Wir können keine Anträge so machen, dass sie angenommen werden, weil das System das einfach nicht hergibt. Insofern, was die Aktualität angeht, richtig. Thema muss dann jetzt rein, nicht umgekehrtes Verfahren, keine Frage. Wie gesagt, der grundsätzliche Punkt, klar, Matthias, ich stimme dir zu, wir zeigen damit, dass wir kompetent sind, da sind wir in dem Bereich auf jeden Fall, da haben wir, was die Verkehrspolitik angeht, hier eine Menge vorzuweisen mit Oliver. Wir besetzen das Thema zu einem gewissen Teil. Ich sehe eine Gefahr da drin, bei der Diskussion um das Thema geht es in erster Linie um Wirtschaftsförderung, es geht um Fördergelder. Das ist auch das Interesse, warum es hier halt auch in die Medien gebracht wird. Die tatsächlichen Probleme, die damit einhergehen, sind in dem Antrag ein bisschen angesprochen, aber zu wenig. Ich hoffe, dass wir dann parallel begleitend, weil das Ding wird sicherlich ein Jahr lang hier dann im Landtag verbringen, schätze ich mal, dass wir parallel begleitend auch noch andere Anträge zum Thema unterbringen können, dass uns dieser Antrag halt nicht blockiert. Ich bleibe trotzdem eben jetzt bei der Enthaltung, die ich eben angekündigt habe. In der Sache, aber gut. Gut. Ach, Oliver, ja. Ich bin mir ganz sicher, dass wir auch, wenn ihr zum Beispiel Anhörung länger brauchen sollte, aber wir sind relativ schnell mit Anhörung gerade im Ausschuss, wir ganz viele Aspekte, die der Antrag nicht Schwerpunkt drauf setzt, auch nochmal als Antrag einbringen können. Das heißt, ich glaube nicht, dass der Anträge blockiert an der Stelle. Gut, dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Ist alles so geblieben, wie es ist. Eine Ausschussüberweisung jetzt in A2, A10 und A18 mit einer Block 1. Einspruch. Was willst du denn einsprechen? Willst du sagen? Ich habe nur gefragt, warum in A10, aber gut. Das hatte ich jetzt verstanden, dass ihr beide das gerade geklärt habt. Ja, war geklärt. Im So, also stimmen wir jetzt ab, ob wir diesen Antrag so stellen. Wer ist dagegen, dass wir diesen Antrag so einbringen? Den bitte ich um das Handzeichen. Wer enthält sich? Das ist der Frank und der Dietmar. Du brauchst dazu nichts sagen, du brauchst dich einfach enthalten. Damit ist der Antrag angenommen bei Enthaltung von Dietmar und Frank. Wir kommen zum nächsten Antrag. Das ist studentische Mobilität sicherstellen, Erfolgsmodell Semesterticket stärken und Einigung im Streit um das VRR-Semesterticket erzielen. Auch eine
Ausschussüberweisung ist eine direkte Abstimmung. Okay, es ist also eine direkte Abstimmung mit einer Block 1 Rede. Wer ist dagegen, dass wir diesen Antrag so stellen? Wer enthält sich? Damit ist der Antrag einstimmig so angenommen. Da steht er. Da steht jetzt, dieser Antrag liegt nur als Entwurf im PGF-Büro vor 10.03.2015. Also ist der Antrag zurückgezogen? Ja, für jetzt abstimmen. Ja gut, dann brauchen wir jetzt also jetzt auch nicht abstimmen. Dann kommen wir zum nächsten Antrag, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Landesregierung muss Handlungsbedarf im öffentlichen Dienst erkennen und wahrnehmen. Antrag von Moni und Dietmar. Es ist eine direkte Abstimmung gewünscht mit Block 1. Wer ist dagegen, dass wir diesen Antrag einbringen? Wer enthält sich? Damit ist der Antrag einstimmig angenommen. Dann haben wir einen Entschließungsantrag zum Antrag der Fraktion der Piraten, Solidarität und Stabilität in der Eurozone, keine Denkverbote bei der europäischen Arbeitslosenversicherung. Da hatte der Tom ja vorhin noch kurz was zu geschrieben, dass SPD und Grüne diesen Entschließungsantrag zu unserem Antrag stellen und wir da eben damit draufgehen, damit das Ding, aber dass es dann unseren Zielen entspricht, genau. Oder willst du da noch einen Satz zu sagen? Nö, ist alles geklärt. Wer ist dafür, dass wir mit auf diesen Entschließungsantrag gehen? Wer ist dagegen, dass wir auf den Entschließungsantrag gehen? Wer möchte sich enthalten? Olaf enthält sich. Damit ist das bei der Enthaltung von Olaf ansonsten einstimmig angenommen. So, damit sind wir mit den Anträgen durch. Wir kommen zu Top 6 Umlaufbeschlüsse. Wir hatten den mit Präsidium Ältestenrat, der ist angenommen und wir haben einen weiteren angenommenen, das ist das Anlegen eines Fraktionsaccounts für den Sachverständigen der Enquete. Top 7, Satzungsänderungsantrag von Daniel D., den wir schon länger vor uns hergeschoben haben. Frank, hast du eine Wortmeldung zum Satzungsänderungsantrag? Nein, zu dem davor. Zum Umlaufbeschluss? Ich muss mich schneller melden müssen. Sie sind beide angenommen, die müssen wir nicht diskutieren. So, 7, Daniel, Satzungsänderungsantrag, den wir schon seit ein paar Wochen vor uns her purzeln. Ja, wo ist denn der? Also ich habe nichts mehr offen an der Stelle. Meine Arbeit steht in irgendeinem Pad von vor einigen Wochen. Genau, worum ging es denn da? Steht der Wunschzweck Suchen in Pets, dass wir den nochmal eine Woche schieben? Oder sollen wir den jetzt raussuchen? Was war das? Kannst du nicht? Naja, erledigt durch liegen lassen, genau. Also es ging um unsere Abstimmung zu Eilanträgen und aktuellen Stunden. Da hatten wir seinerzeit mal drüber diskutiert. Haben dann die Diskussion zurückgestellt, mehr oder weniger mit dem Ergebnis, wir wollen dann nochmal drüber nachdenken, gegebenenfalls halt noch Änderungswünsche einbauen, weil es da durchaus hier offenbar noch Änderungswünsche gab. Ich weiß nicht, bei mir sind keine Änderungswünsche eingegangen, also steht der Entwurf immer noch so, wie er im seinerzeitigen Pad während der Beratung halt stand. Und wir schieben den halt jetzt von Woche zu Woche, mittlerweile ist er halt noch nicht mal mehr im Text halt eben drin. Wir können den halt auch noch mal schieben, aber wir werden halt nächste Woche wieder das Verfahren aktuelle Stunde und Eilanträge haben. Schauen wir mal, wie es läuft. Wir können das auch einfach laufen lassen. Also. Moni? Finde, wir sollten den zurückstellen und irgendjemanden beauftragen, mal eben zu gucken, was das war und uns heute damit beschäftigen, weil, wie du es richtig sagst, trifft uns das nächste Woche wieder und dann kann man doch vielleicht auch ein Prozedere finden, was dann auch für alle tragfähig ist. Also ich finde jetzt blöd, darauf zu warten, aber
es gibt jemanden bestimmt jetzt, der das mal eben suchen kann. Björn? Der ist ja ziemlich fix. Als Vorschlag, das jetzt im Moment zurückzustellen und das eben mal einmal raussuchen zu lassen. Nein, dann trifft es uns halt nächsten Montag, wenn wir heute... Wir haben ja heute noch ein bisschen Fraktionssitzung. Also wenn das dann jemand sucht und uns zur Verfügung stellt, wäre das toll. Dietmar? Ja, ich denke, ja, das Thema hatten wir auf der Mailingliste diskutiert. Es geht eben unterschiedliche Verfahrensweisen bei der Beantragung oder für Hinsicht der Entscheidung der Fraktion über Anträge zu aktuellen Stunden oder Eilanträgen. Und der Punkt, wenn wir ihn denn heute nicht machen, ja, sondern so wie auch der Antragsteller sagt, wir können das auch eine Woche schieben. Natürlich werden wir am Montag wieder in der Situation sein, auch im Vorstand. Er wird uns nach 3 Jahren erschlagen, der Punkt, Leute. Ich sag's euch. Das wird ganz gefährlich am Montag. Und ich hoffe, es passiert echt doll was, wenn wir diesen Antrag heute jetzt nicht in epischer Breite hier diskutieren und am Ende abstimmen. Ich glaube, wir wollen gar nicht diskutieren, sondern einfach nur abstimmen. Und dazu braucht man erstmal vorliegend. Und ich glaube, wir hatten jetzt gerade so eine Lösung gefunden, dass da draußen Menschen sind, die das jetzt suchen, damit wir es nachher einfach abstimmen können. Frank. Ja, wir haben auch gesagt, dass wir mal nur über Beschlussvorlagen abstimmen. Und da haben wir keine bisher. Irgendwo, ich habe hier keine. Ich habe auch zum nächsten Punkt keine. Also für den Punkt würde ich beantragen, solange bis da nichts da ist, tun wir da nichts dran. Wenn das kommt... Machen wir weiter. Daniel. Ich ziehe zurück. Nee, Frank, dass dieser Hinweis von dir kommt, ist eine Frechheit. Ja, wir haben vorhin über irgendeinen Antrag in Version 5 hier abgestimmt, wo ständig, immer wieder bei deinen Anträgen, immer wieder Änderungen und erfolgen, die alle gegen unsere Regularien, die wir uns hier auferlegt haben, ständig widersprechen. Wo ständig aus deinem Bereich Deckblätter fehlen und. Wir ziehen das immer wieder von Woche zu Woche oder von Monat zu Monat durch. Und du machst hier den Hinweis auf Formalfick, ich lache hart. Ja, die Beschlussempfehlung hat er schon, ist jetzt gleich im Feld. Genau, die wird dann gleich schriftlich vorliegen, sodass wir die dann auch ordnungsgemäß nach Sichtung dann... abstimmen können. Und die weitere, wenn ihr dann ansonsten zu dem anderen Thema hier gerade noch Diskussionsbedarf habt, würde ich euch bitten, dass das in der Pause macht oder im Anschluss an die Fraktionssitzung. Vielen Dank. So, da ist jetzt was im Pad aufgetaucht. Möchtest du, Daniel? Ich habe jetzt noch nichts im Pad. Also bei mir. Da ist was. Wieso steht das nicht bei mir? Okay. Das ist ab Zeile 276. Ja, das sind zwei alternative Vorschläge, die letzten Endes da drin stehen. Vorschlag 1, Anträge auf eine aktuelle Stunde, beziehungsweise alle Anträge sind bis 10 Uhr am Montag der Plenarwoche als Umlaufbeschluss in RedMine einzufügen und werden um 11 Uhr beendet und ausgewertet. Paragraph 4.2 der Wahlordnung findet bei aktuellen Stunden und Eilanträgen keine Anwendung. Also hier die Form des Umlaufbeschlusses. Vorschlag 2 ist, Antrag auf aktuelle Stunde werden in der Vorstandssitzung am Montag der Plenarwoche besprochen und von allen Anwesenden, also dort anwesenden Fraktionären abgestimmt. Also Vorschlag 1 ist die Variante Umlaufbeschluss. Vorschlag 2 ist die Variante Vorstandssitzung inklusive der dann halt dort anwesenden Fraktionsmitglieder. Mein persönlicher Hinweis dazu ist, ich sag mal, wir haben durchaus negative Erfahrungen, was kurzfristige Umlaufbeschlüsse angeht. Das hat nicht immer so richtig gut funktioniert. Insofern plädiere ich dazu, Vorschlag 2 zu nehmen. Jeder, der Lust und Zeit hat, kann dann halt eben montags morgens hier in der Vorstandssitzung anwesend sein und sein Votum halt eben entsprechend abgeben. Und dann ist das in einem vernünftigen Rahmen und spricht im Prinzip dem, wie wir es in den letzten Monaten, wie wir in den letzten Monaten verfahren sind. Nur dann haben wir es einmal grundsätzlich dann auch geregelt und es gibt keinen Diskussionsbedarf dann irgendwie im Nachhinein und alles ist sauber. Moni. Also ich möchte jetzt auch die Diskussion, die ja ellenlang darunter steht, nicht wieder aufmachen. Nur wenn sich jemand für eins entscheidet, brauchen wir da eine Fallback-Lösung. Wenn sich nämlich keiner an dem Umlaufbeschluss beteiligt hat, müsste man zumindest noch reinschreiben, sollte bis 11 Uhr die Sache nicht entschieden sein, entscheidet der Vorstand. Das wäre...
Da, ja, gut, aber das hielt ich für eine schlechte Idee. Weil ich glaube, dann haben wir ein Problem. Also man sollte zumindest in den Vorschlag 1, wenn der interessant ist, einen Zusatz schreiben, wenn bis 11 Uhr kein positives oder negatives Bild da ist, entscheidet der Vorstand. Wobei ich mich auch ganz klar für die zweite Variante aussprechen würde, weil ich glaube einfach nicht, dass das praktikabel ist, dass tatsächlich die Leute an diesem Montag zwischen 10 und 11 da reinschauen. Also Nico. Ich würde sogar so weit gehen, dass als Standard diese Notfalllösung als Standardlösung zu präferieren und dem Vorstand diese Entscheidung generell zu überlassen, weil das halt im Wesentlichen unsere Außendarstellung beeinflusst und das ist dann eine Entscheidung, die für die der Vorstand da ist und der hat sich dann offensichtlich auch intensiv Gedanken darüber gemacht, wenn man sagt, okay, diejenigen, die da sind, ja, ist natürlich für mich als Nichtvorstand ganz nett, dann darüber mit entscheiden zu können, hat aber den eklatanten Nachteil, dass es da dann, sag ich mal, zufällige Anwesenheiten gibt, auch, sag ich mal, Leute, die vielleicht jetzt montags früh da sind, haben gesagt, ja, dann beteilige ich mich bei einer Diskussion, aber vielleicht den Diskussionsprozess vorab nicht intensiv verfolgt haben. So, und um da klare Verantwortlichkeiten zu haben, ist da so ein Thema von uns, wenn das halt daneben geht mit dem Eilantrag oder mit der aktuellen Stunde und das nicht so einschlägt, sondern floppt, dann wissen wir halt auch, an wen man sich wenden kann. Wenn das immer irgendwie andere Leute sind, dann wird es schwer, da eine Hand dran zu kriegen und irgendwas dann in Zukunft zu verbessern oder zu ändern, weil man nicht weiß, an wen man sich wendet. Ich bin dafür, dass ganz klar die Verantwortung beim Vorstand aufzuhängen. Dann haben wir da auch eine klare Diskussionsgrundlage. Danke. Dietmar. Ja, danke Daniel, danke Nico für Statements. Natürlich, Moni hat recht, wenn man der ersten Variante zustimmt, braucht man diesen Fallback, der dann wiederum die zweite Variante ist. Ich denke, diese Stunde Vorlauf, die manchmal auch dann, wenn relativ frühzeitig entschieden ist, welche aktuelle Stunde beantragt und ob sie beantragt werden soll, also in der Regel ist das ja sogar so, dass die durchgehen, sage ich jetzt mal auch im Vorstand, nach allerdings teilweise intensiver Diskussion, auch natürlich eine gewisse zeitliche Enge entsteht. Wenn nämlich die Diskussion innerhalb des Vorstands erst nach Ablauf der Frist von 11 Uhr oder was anläuft, da wird es nämlich dann bis 12 Uhr ein bisschen knapp unter Umständen, das dann gegebenenfalls unter Einschluss der Referenten etc. pp. Noch abzuschließen. Eins muss ich noch mal sagen in Bezug auf die Eilanträge, aber auf die aktuellen Stunden. Bisher, nach meiner persönlichen Erfahrung, ist es so, dass alle aktuellen Stunden entstanden sind am Wochenende oder eben in Nächten am Wochenende oder in der Nacht von Sonntag auf Montag. Und ganz ehrlich, genauso wie diese wirklich intensive, zusätzliche, nicht unbedingt als obligatorisch zu bezeichnende Arbeit, auch von Referentinnen und Referenten hinreichend zu würdigen, denke ich, dass wir, zumindest in meiner Zeit der Mitgliedschaft im Vorstand, mit diesen Anträgen immer sehr sorgsam und sehr vorteilhaft umgegangen worden ist, weshalb also definitiv die zweite Variante meines Erachtens insgesamt vorzugswürdig ist. Danke. Frank. Ja, ich würde auch für die Variante 2 plädieren, und zwar so, wie sie auch da steht, nämlich von den anwesenden Fraktionären abgestimmt wird. Und ich denke, es ist wichtig, dass diejenigen, die jetzt den Antrag vorstellen, Vorstand überzeugen, wie auch immer, das ist immer eine größere Gruppe gewesen. Wir sind bisher ganz gut damit gefahren, wie es bisher gelaufen ist. Und das, denke ich, sollte man fortsetzen. Insofern Variante 2, so wie sie da steht. Toso. Also ich hätte gerne die Variante 3, die Nico eben auch sagte, nämlich nur den Vorstand beschließen zu lassen, halte ich für sinnvoll. Alles andere ist Zufalls- oder Pseudo-Mitbestimmung. Der zufällig dann am Montag da ist, ist dabei beim Abstimmen, alle anderen nicht. Und eine Stunde Abstimmen im Umlauf ist auch mehr eine Pseudo-Beteiligung als eine echte. Von daher kann ich mich Nikos Argumenten dann nur anschließen. Vorstand entscheidet. Wer Montag dabei sein möchte, hat ja durchaus Rederecht in der Vorstandssitzung und kann die Leute überzeugen. Wenn er das nicht schafft, dann hilft auch die eine Stimme mitbestimmen nicht. Also von daher Vorstand go als Variante 3 dazu. Ich sehe, das ist jetzt schon eingefügt worden. Das heißt, wir haben 3 Vorschläge und wir können die, denke ich, im Approval abstimmen. Eine Frage. In Vorschlag 2 und jetzt auch Vorschlag 3, den ich noch zusätzlich reinkopiert hatte,
fehlt die Frist aus Vorschlag 1. Müssen wir die festlegen oder ist es für uns selbst erklärend, dass dann einfach die Vorstandssitzung ist und die Anträge, die dann da sind, können halt eben behandelt werden? Also für mich ist das logisch. Aber es kann ja sein, dass jemand künftig auf die Idee kommt, um 11:30 montags morgens, während der Vorstandssitzung, ach, ich habe hier noch eine aktuelle Stunde. Kann der Vorstand darüber entscheiden. Ich, genau. Mein Plädoyer wäre tatsächlich, das macht dann halt der Vorstand, beziehungsweise mir gefällt die Variante mit allen Fraktionären einfach grundsätzlich besser. Ist ein bisschen Zufall, weiß ich. Aber wir müssen da keine Frist irgendwie festlegen. Ja, okay. Das wollte ich nur noch mal sicherstellen. Olaf, nein, brauchst du nicht, haben wir alle verstanden, Olaf. Du lügst. So, wir kommen jetzt zur Abstimmung. Es wird im Approval abgestimmt und wir stimmen als erstes über Vorschlag 1 auf. Das ist die Variante mit den Umlaufbeschlüssen. Wer so zukünftig über aktuelle Stunden und alle Anträge entscheiden möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Vielen Dank. Wir kommen zu Variante 2. Das ist die Abstimmung in der Vorstandssitzung unter Hinzuziehung aller anwesenden Fraktionäre. Wer das so möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Bitte oben lassen. Dann kommen wir zur Variante 3. Anträge werden auf der Vorstandssitzung vom Vorstand entschieden, was natürlich auch weiterhin ist, dass Leute, die da sind, dann natürlich mitdiskutieren. Das ist, sollte klar sein. Aber ich sage es nur noch mal der Ordnung. Wer für Vorschlag 3 ist, den bitte ich um das Handzeichen. Gut, damit ist Vorschlag 3 angenommen und wir verfahren so wie bisher. Ich bin entsetzt. man vertraut aber dem Vorstand. Ist, nein, wir haben es auf jeden Fall. So, wir haben jetzt damit den Top abgeschlossen. Wir kommen jetzt zu Top. Ach, das sei denn, ihr könnt euch nicht mehr konzentrieren, aber ich würde ganz gerne den öffentlichen Teil vor der Pause final noch beenden, damit wir dann einen sauberen Cut haben. Wir kommen zu Top 8, Änderung der Finanzordnung. Grumpy. Ja, vielen Dank. Ich muss mal ganz kurz schnell hier den Phrasi-Timer ändern. Eiert ja schon ein bisschen lang rum. Ich habe das jetzt in zwei konkrete Zeilen gegossen. Der Ist-Zustand, ich kann den eben vorlesen, das ist Absatz 3.1 der Finanzordnung. Angebote, die zu einem Vertragsabschluss führen und Rechnung an die Fraktion werden, auf Wunsch auch anonymisiert, dokumentiert und veröffentlicht. Noch nicht existierend ist Abschnitt 5. Dazu die beiden konkreten Vorschläge. 3.1 wird dahingehend geändert, dass es heißt, Angebote, die zu einem Vertragsabschluss führen und Rechnungen an die Fraktionen werden dokumentiert und veröffentlicht, ist die einzige Änderung in dem Zusammenhang. Und neu hinzukommt, im Einzelnen werden gemäß des allgemein geltenden Kontenplans SKR 03, das ist definiert, in der Gewinn- und Verlustrechnung die Kostenarten in einer veränderten Abgrenzung und Ergänzung zur Einnahmen-Ausgabenrechnung aufgeführt. Das sind die beiden konkreten Änderungsvorschläge, die ich ja auch schon vor ein paar Wochen mit längeren Erklärungen rumgeschickt hatte und auch entsprechend ausführlich bereits diskutiert worden sind. Es gab auch genügend Hinweise auf den Mailinglisten und von Seiten der Basis und ich würde sagen, dies ist mal ein sinnvoller, einfacher Schritt und diese Sachen sind ja auch entsprechend bereits mit Buchhaltung und Geschäftsführung besprochen. Das ist das Fazit. Vielen Dank. Frank? Ich habe jetzt leider keine andere Möglichkeit, als mich zu outen, weil die Diskussion ist tatsächlich völlig an mir vorbeigegangen. Ich weiß nicht, unter welchem Betreff.
weil du gerade sagtest, das wäre auf Mailinglisten diskutiert worden. Sorry, weil meine konkrete Frage wäre jetzt, bei 3.1 wird auf Wunsch auch anonymisiert gestrichen. Der wichtigste Punkt bisher, weil grundsätzlich anonymisiert müsste da eigentlich stehen, er ist jetzt entfallen. Ich will jetzt hier nicht irgendwelche Fässer aufmachen, die vielleicht an anderer Stelle schon diskutiert worden sind. Mir fehlt da einfach Information. Ich finde, 3.1 geht so nicht, weil wir können die nicht. Oder ich wäre nicht dafür, die 1:1 zu veröffentlichen. Das geht nicht. Also, sorry. Toso, oder du willst direkt... Toso ist dran. Dankeschön. Nur eine Anmerkung, was ich ganz nett als Add-on fände. Wir reden ja immer von grafischen Darstellungen und offenen Haushalten. Ich fände toll, wenn wir das auch mal auf unseren eigenen Haushalt quasi anwenden könnten. Das müssen wir aber nicht in eine Satzung gießen, sondern das können wir einfach so aufbereiten. Da können wir vielleicht gleich mal ein Meinungsbild zu abfragen, was weiß ich auch immer. Der Frank brennt noch ein einziger Satz unter den Nägeln, dann ist der Grumpy dran. Ja, weil ich nicht missinterpretiert werden möchte. Also wenn da steht, nicht 1:1 veröffentlichen, meine ich nicht 1:1. Dem Wesen nach, das heißt Produkt, Art und Betrag können schon veröffentlicht werden, aber sonst nichts, finde ich. Grumpy. Vielen Dank. Ich brauche noch eine Minute gerade, weil ich durch die Unterschrift kurz gestört worden war, zu Recht. Ich suche gerade noch mal den Paragraph 4 der Finanzordnung raus, den ich halt auch entsprechend noch mal verlinkt hatte. Es heißt in diesem Zusammenhang erläuternd, das habe ich weggelassen, weil es da keine Änderung gibt. Hierzu ist von potenziellen Auftragnehmern und Dienstleistern im Vorfeld die Einverständniserklärung zur Veröffentlichung seiner Angebote und Rechnungen einzuholen. Demzufolge nach, dieser Satz steht bereits drin, dieser Satz behält seine Gültigkeit und wird damit einfach nur sozusagen in der Praxis anwendbar und umsetzbar. Nicht praktikabel ist, was ich bereits auch mehrfach ausgeführt hatte, die Möglichkeit, eine einzelne Stelle, die dann beschäftigt wäre, jedes Mal auch bei Eingang, Prüfung, Sichtung, die Sachen zu anonymisieren. Demzufolge nach ist es leichter, bei Anholung eines Angebotes von vornherein die Person zu fragen, die Öffentlichkeit herzustellen, ähnlich wie bei dem Transparenzantrag hier beim Streaming, wo von vornherein die Öffentlichkeit hergestellt werden wird, als von unserer Idee aus, dies bei den Einholungen von Angeboten genauso zu tun. Ich zitiere da noch einmal Michel in der letzten öffentlichen Diskussion, auch hier in der Runde, in der Michel halt sagte, und dann machen wir halt keinen Vertrag mit den Leuten, die das halt nicht möchten. Ich ehrlich gesagt habe damit kein Problem. Denn es ist ja nicht so, dass wir auch diese Satzungsänderung wieder revidieren könnten. Hauptsache, wir gehen da mal weiter. Das zu Franks Anmerkung und zu Tosos Anmerkung finde ich sehr schön, gefällt mir sehr gut. Wenn du da für nächste Woche einen Mini-Antrag draus formulierst, machen, weil dann können wir den eben abnicken, dann können wir Kostenvoranschläge einholen. Dort die Firmen fragen halt, ob sie entsprechend der Veröffentlichung zustimmen vorab. Die es dann halt auch entsprechend umsetzen. Finde ich eine super Sache, das überhaupt mal, also da brauchen wir jetzt kein Meinungsbild, finde ich. Aber nun gut. Frank? Also da das wirklich ein Bereich ist, wo man sehr schnell in die falsche Ecke gedrängt wird. Wir wollen Transparenz, wir wollen unsere Ausgaben darlegen, auch bis ins Kleinste von mir aus, überhaupt keine Frage, wen das interessiert, der soll das nachgucken können. Wir haben aber hier nicht nur die Persönlichkeitsrechte und selbst wenn wir jemanden zwingen, dazu zu stimmen, weil sonst kriegt er keinen Antrag, sonst kriegt er keinen Vertrag, keinen Auftrag. Wir haben Wettbewerbsrecht, wir haben diverse rechtliche Bedingungen, an die wir uns halten müssen. Insofern hätte ich gerne, bevor wir den Punkt abstimmen, eine Stellungnahme vom wirtschaftlich verantwortlichen Fraktionsgeschäftsführer dazu, inwieweit das überhaupt durchführbar ist, was da jetzt drin steht, im Rahmen der Gesetze, die wir in der Bundesrepublik haben. Ingo.
In Ergänzung zu dem, was Frank sagt, möchte ich auch einen Punkt noch zu bedenken geben. Im Moment gilt ja die Regel, dass wir bei Summen über 500 Euro drei Angebote einholen müssen und den günstigsten Anbieter nehmen müssen. Wenn aber jetzt nachher die Regel besteht, wir dürfen nur jemanden nehmen, der einer Veröffentlichung zustimmt, kommen wir dann halt eben unter Umständen in die Bredouille, dass wir zwei Regeln beachten müssen, die konträr gegeneinander laufen. Was machen wir nämlich, wenn der, der zugestimmt hat, nicht der günstigste ist? Nehmen wir dann den günstigsten geheimen, das günstigste geheime Angebot oder das etwas teurere, transparente Angebot? Das ist eine Frage, da sollte man sich im Vorfeld drüber Gedanken machen. Ich glaube, da kann man Lösungen finden, wenn man das dann will. Da muss man halt aber dann die rechtlichen Rahmenbedingungen im Vorfeld genau abwägen. Und deswegen würde ich da auch dafür plädieren, jetzt nicht vor lauter Transparenzwunsch, den ich durchaus nachvollziehen kann, irgendwas abzustimmen, sondern das erstmal fundiert rechtlich prüfen lassen und dann fundiert abzustimmen. Olaf. Ich sehe da im Prinzip gar kein Problem. Wir sind der Auftraggeber. Das heißt, wir schreiben aus mit dem Satz, dass natürlich bei Angebot das Angebot veröffentlicht wird. Das heißt, wir kriegen gar keine Angebote, die günstiger sind, die dem widersprechen, weil in der Ausschreibung schon drinsteht, dass die Veröffentlichung Bedingung ist. Das heißt, ich kann mir dann als wenn ich dann an der Ausschreibung teilnehmen möchte, muss ich mir das überlegen, ob ich die Bedingungen der Firma akzeptiere oder nicht. Und ich finde, das steht uns sehr, sehr gut als Piraten, ganz klar zu sagen, wir machen gar keine Geschäfte mit Leuten, die nicht transparent sind. Toso? Ja, also ich glaube auch, das ist ja eine einfache Staffelung. Das eine ist ein Entweder-Oder. Wenn erfüllt, dann kommt es in die Bewertung rein. Und wenn nicht erfüllt, fliegt es schon raus. Also an der Stelle gibt es keine weitere Begutachtung. Also das ist... Also es gibt da auch, kann man Olaf völlig und hundertprozentig zustimmen, es gibt da keine Einschränkung, dass wir Angebote annehmen müssen, die sich nicht an unseren Angebotsvorgaben entlanghangeln. Also können wir einfach so machen. Zu Grumpy, ich habe den Antrag mal in Zeile 396 formuliert. Den können wir auch jetzt schon annehmen, wenn wir das wollen. Ja, danke. Ich finde das von unserem Grundgedanken her natürlich auch unterstützenswert. Klar, wir fordern Transparenz, sollten das auch vorleben. Das Problem ist halt, dass es dann eventuell mit den Angeboten schwierig wird. Dietmar unkte ja schon, dann wird es gar keine geben. Für standardisierte Leistungen kann ich mir das durchaus vorstellen. Also wer uns Papier liefert, Kugelschreiber, keine Ahnung was. Aber schon, wenn es um individuellere Dienstleistungen geht, um personalisierte Dienstleistungen, wird es halt schwierig, weil es halt dann nicht mehr standardisiert abläuft. Und ich sag mal, was wir hier an Dienstleistungen sonst so einkaufen, also irgendwelche, also Honorarvereinbarungen dann offenlegen, das mögen wahrscheinlich weder Fotografen noch sonst wer, ja, oder Berater, oder die, das ist für die ja auch dann schwierig, das in der Öffentlichkeit zu haben. Dann kriegen wir solche Angebote halt nicht mehr. Und das ist dann das Problem, vor dem wir stehen werden. Deswegen würde ich dafür plädieren, standardisierte Leistungen, Produkte, ja. Was darüber hinausgeht, schwierig, würden wir uns ins eigene Fleisch schneiden. Moni. Das, was wir jetzt gerade betreiben, ist Kaffeesatzleserei, weil wir jetzt alle gucken, was vielleicht passieren könnte. Lass uns das doch einfach machen und uns jetzt sagen, wir gucken, von mir aus zu den Sommerferien mal. Aber dann haben wir nicht lange darüber diskutiert. Hm? Ja. Nicht? Doch. Doch. Ja, lass uns doch einfach gucken, was passiert. Also ich muss sagen, was du sagst hier, so Honorarsachen oder so, das fällt ja wieder unter den Datenschutz. Also da muss man einfach bei einzelnen Dingen nochmal genau hingucken, da stimme ich dir zu. Aber ansonsten lass uns jetzt einfach das Go geben, wenn wir sehen, wir kriegen keine Angebote mehr, das funktioniert nicht, müssen wir uns halt damit wieder neu beschäftigen. Alles andere ist jetzt wieder eine Diskussion in irgendwas hinein, was, glaube ich, keinen Erfolg bringt. Sagt uns vor den Sommerferien, gucken, ob das gut ist, ob das so funktioniert und dann weiter gucken, bitte. Frank. Achso, okay, danke.
Ja, also es ist wirklich blöd, dass wir da schon so lange drüber reden und es ist blöd, dass wir jetzt schon wieder abstimmen sollen für etwas, wo keine rechtliche Prüfung da ist, wo keine Einschätzung der wirtschaftlich Verantwortlichen da ist. Ich habe gerade gesagt, Frank, dass das alles bereits mehrfach diskutiert, erläutert und da hatte ich eben um irgendeinen Verweis gebeten, weil anscheinend ist das an mir vorbeigegangen. Ich weiß nicht, warum. Wenn das so ist, dass der da zugestimmt hat, dann ist das... Ist das? Ach, hör doch auf, ist doch Quatsch. Was soll das denn? Schick mir bitte... Ach. Ja, aber gut, Ding will Weile haben. Das ist lächerlich. Ich hab meinen Punkt gesagt, wie ich den meine. Du kannst ihn gerne rumdrehen. Ich werde mich hier an der Stelle enthalten. Ich finde das so. So, wir kommen jetzt zur Abstimmung. Ich bitte um Verzeihung. Ich wollte beide Dinge einzeln abstimmen lassen. Das habe ich vergessen anzumerken. Denn dann stimmen wir das jetzt einzeln ab. Erstens zu aus dem ist 3.1 wird dann der neue ist 3.1. Wer das so möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Bitte die Hände oben lassen. Wer ist dagegen? Obwohl eigentlich ich auch. Ja, anders, die werden es nicht begreifen. Wir diskutieren nur 3 Jahre darüber. Enthält sich jemand? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur zweiten Abstimmung über den Punkt 5. Den gab es vorher nicht und der heißt, soll jetzt heißen, im Einzelnen werden gemäß des allgemein geltenden Kontenplans SKR 03 in der Gewinn- und Verlustrechnung die Kostenarten in einer veränderten Abgrenzung und Ergänzung zur Einnahmen-Ausgabenrechnung aufgeführt. Wer diesen neuen Punkt 5 haben möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Ja, verstehe ich nicht immer. Dirk, ist das eine Meldung? Ach, sehr, danke. Ich glaube, das ist einstimmig, oder? Bis auf Marburg. Pfoten oben lassen. War doch einstimmig. Wer ist dagegen? Gibt es Enthaltung? Eine Enthaltung? Hier die Linke? Die Linke. Nicht wirklich. Wenn ihr damit einverstanden seid, können wir auch, weil es jetzt ja schriftlich vorliegt, den Antrag von Toso abstimmen aus Zeile 406. Es sei denn, es gibt massiven Einspruch. Sehe ich nicht, dann stimmen wir das jetzt ab. Der Haushalt der Fraktion soll auch auf einfachem grafischen Weg im Internet zur Verfügung gestellt werden. Wer dafür ist, den bitte ich um das Handzeichen. Seid ihr da auch gerade dabei, zuzuhören und abzustimmen? Gut, danke. Nicht mehr das anonymisiertes raus, deshalb habe ich auch dagegen gestimmt. Ja, genau. So, wer ist dagegen? Da haben wir Grumpy und Joachim. Nee, die sind dagegen, nicht Enthaltung. Kannst du gegen gucken?
Joachim, warst du jetzt dafür? Okay. Melde dich bitte vielleicht einfach immer nur einmal, Joachim, das ist dann leichter. Gibt es Enthaltungen? Ich habe nur aus Gründen der Protokollierbarkeit meine Hand länger hoch. Okay. Enthaltungen gibt es nicht. Gut, damit haben wir das jetzt alles so beschlossen und wir sind fertig mit dem Tagesordnungspunkt. Ich hoffe, bei Sonstiges steht nichts an, weil dann könnten wir langsam Pause machen. Oder ist das das? Hat sich erledigt? Sehr schön. Also kein Tagesordnungspunkt bei Sonstiges. Das heißt, wir machen jetzt Pause bis 11.56 Uhr und wir gehen danach in den nicht öffentlichen Teil. Dementsprechend ist unser Streaming an der Stelle beendet. Tschüss. Ganz kurz, der erste Teil des nicht öffentlichen Teils, das hatte ich vergessen gerade noch mit zu sagen, ist fraktionsöffentlich, denn das haben wir extra vorgezogen, damit die Kurzvorstellung für die von uns zu verabschiedende Enquete-Geschichte durch die Referenten hier vorgestellt werden kann. Das wollte ich nur gerade angemerkt haben, damit es nicht zu Irritationen führt.